ohne meine Erfahrung als Querschnittsgelähmter, der wieder laufen kann, wäre diese Kugelmethode nicht zustande gekommen. Aber es fehlt ein ganz wichtiges Element. Und deswegen unterscheidet sich die Kugelmethode von allen anderen Methoden so stark, weil genauso wichtig wie die Heilung, die Selbstheilung war, war auch, dass ich Filmemacher bin. Und diese beiden Komponenten, sich selbst zu heilen und gleichzeitig Filmemacher zu sein, das ist die Begründung für die Kugelmethode. Warum? Weil, wenn man krank ist, dann ist ja irgendetwas nicht in Ordnung bei mir. Und es gibt ein Gesetz im Universum, das ist dieses Gesetz von Ursache und Wirkung. Dieses Gesetz gilt nicht nur auf der Erde, das gilt im gesamten Sonnensystem, sogar in der ganzen Galaxie. Das ist ein universales Gesetz. Hermetisches Gesetz, sage ich immer. Ja, aber viele Menschen wissen nicht, was die Ursache von ihrer Krankheit ist. Die sagen, ja, ich bin zum Arzt gegangen und dann bekam ich diese Diagnose und jetzt habe ich Krebs. Sag ich ja, und vorher? Keine Ahnung. Das Leben war in Ordnung. Sag ich ja, wenn man nicht die Ursache findet, dann kann man eine Krankheit nur behandeln, aber nicht heilen. Denn wenn die Ursache nicht transformiert ist, dann kann sie sich immer wieder auswirken. Ich kann zwar gut behandeln, also ich würde sagen, die Schulmedizin hat da enorme Fähigkeiten entwickelt zur Behandlung. Aber wenn man nicht an die Ursache kommt, dann ist es meistens nur eine Symptomverschiebung, nicht eine Heilung. So ist es, sehe ich auch so, Also ja. dann ist zwar erst einmal, hat man den Krebs behandelt, man hat, weiß ich, mit der chemischen Keule draufgehauen oder man hat es herausoperiert und man denkt, ja, jetzt ist es wieder gut. Aber was sagt die Schulmedizin? Nach 5, 6 Jahren hat man wieder ein Problem. Diesmal woanders der Krebs, aber der Krebs ist nicht weg. Jetzt frage ich dich, ja, warum hast du den Krebs? Was ist denn der Grund dafür? Keine Ahnung, Pech gehabt. Sage ich, nein. Schau mal, was ist denn die Botschaft vom Krebs? Sagt, weiß ich nicht. Ich sage, was sagt die Schulmedizin? Was sagt sie denn? Ja, das sind Zellen, die aus der Ordnung gefallen sind. Sag ich, ah. Und welche Ordnung geht es? Welche Ordnung? Die vom Körper. Sag ich, nein. Es gibt eine Ordnung, zu der gehören wir alle. Das ist die Harmonie. Dieses Universum ist ein harmonisches Fraktal. Das ist, jeder Mensch weiß, was Harmonie, ein Körper, der in Harmonie ist, der ist gesund. Das geht gar nicht anders. Das heißt, deine Zellen sind aus dieser harmonischen Ordnung gefallen. Deswegen hast du Krebs. Die wuchern jetzt oder die streiken oder die machen nicht ihren Job. Muss doch einen Grund haben. Sag ich, ja. Weißt du, man kann Harmonie übersetzen mit dem Wort Liebe. Das heißt, der Krebs zeigt dir nur, deine Zellen sind aus der Liebe gefallen. Aha. Und jetzt kannst du dich fragen, wodurch sind sie aus der Liebe gefallen? Oder wann sind sie aus der Liebe gefallen? Und dann kommst du immer näher an die Ursache für deinen Krebs. Weil der Krebs sagt ja schon, was passiert ist. Aber jetzt kommen wir auf das Hauptproblem. Wenn das Symptom schon unangenehm ist und vielleicht sogar Schmerzen macht, dann kann die Ursache dafür nicht sehr nett gewesen sein. Ich habe noch nie gehört, dass jemand krank geworden ist, weil er so glücklich war. Das ist nicht, das passiert nicht. Also musst du dir, wenn du an die Ursache kommen willst, etwas sehr Unangenehmes anschauen. Wer mag das schon? Nein, das mag, nein. Ich sage, wenn dir die Ursache nicht bewusst wird,
dann kannst du sie nicht verändern. Weil dann bleibt sie im Unterbewussten.